Es ist Tag 4 nach den verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Nordsyrien. Die Zahl der Todesopfer ist auf über 21.000 gestiegen. Unermüdlich sind die Rettungskräfte im Einsatz, um noch Überlebende unter den Trümmern zu finden. In den Krisenregionen treffen immer mehr Hilfsteams aus dem Ausland ein. Auch die deutsche Unterstützung ist bereits in der Türkei. Was Hoffnung gibt, trotz des Wettlaufs gegen die Zeit, gibt es immer noch Wunder. Rettung aus den Trümmern in Gaziantep. Der 17-jährige Adnan hat das Erdbeben überlebt. Ich habe da unten auf euch alle gewartet. Gott sei Dank seid ihr gekommen. Während hier die Freude über den Überlebenden groß ist, beklagen sie in Adıyaman ihre Toten. Laut der Katastrophenschutzbehörde AFAD stieg die Zahl der Todesopfer auf der türkischen Seite auf über 17.000. Auf der anderen Seite der Grenze in Nordsyrien wurden bis Donnerstagabend über 3.000 Tote gezählt. Doch auch hier kommt immer wieder Hoffnung auf. Im syrischen Asmarin wird dieser kleine Junge lebend geborgen. Die Überlebenden kommen in notdürftigen Zeltlagern unter. Unterstützung kommt aus der ganzen Welt. Die USA kündigten ein erstes Hilfspaket in Höhe von 85 Millionen Dollar für die Türkei und Syrien an. Auch aus Deutschland kommen 55 Tonnen Hilfsgüter angeflogen. Wie können wir den Überlebenden vor Ort helfen? Und das geht eben dadurch, dass man rechtzeitig entsprechende Materialien auch zur Verfügung stellt, Zelte, Decken, Isomatten. Die Hilfslieferungen werden vor allem in Syrien durch die politisch schwierige Situation erschwert. Das Katastrophengebiet in dem Bürgerkriegsland ist geteilt in von Damaskus kontrollierte Gebiete und Territorien unter der Kontrolle regierungsfeindlicher und überwiegend islamistischer Milizen. Im von den Milizen kontrollierten Nordwesten Syriens traf am Donnerstag der erste Hilfskonvoi seit dem Beben ein. Und damit blicken wir nach Istanbul zu unserer Türkei-Korrespondentin Marion Senka. Marion, diese Wunder, die es bei den Rettungen ja immer noch gibt, auch an Tag 4, was bewirken sie zum einen bei den Menschen vor Ort und vor allen Dingen auch bei den Rettungskräften? Ja, diese Wunder sind wahnsinnig wichtig für die Motivation, denn es sind jetzt mehr als 100 Stunden nach dem Beben. Also es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, jetzt überhaupt noch Lebendige unter den Trümmern zu finden. Und wenn dann doch noch jemand geborgen werden kann, wenn doch noch jemand lebt, der aus den Trümmern gezogen wird, dann ist das ein ganz, ganz wichtiger, ein ganz emotionaler Moment. Auch hier in Istanbul kenne ich viele Leute, die vorm Fernsehen sitzen, sich das anschauen, dann anfangen zu weinen, wenn sie das sehen, wenn zum Beispiel Kinder rausgezogen werden. Und vor Ort ist es natürlich für die Rettungskräfte enorm wichtig, die Moral nicht zu verlieren, auch die Motivation nicht zu verlieren, auch noch weiter zu suchen. Denn es gibt noch Menschen, die noch lebendig sein sollen. Ab und an hören wir von Rettungskräften vor Ort, dass noch Stimmen gehört werden. Das sind zwar sehr, sehr wenige, es sind sehr große Ausnahmen, aber diese sind umso wichtiger, dass die Rettungsarbeiten, dass sie weitergehen und dass ja nicht einfach nur der Schutt jetzt abgetragen wird, sondern dass man weiterhin guckt, wo kann noch jemand sein. Die Rettungsmaßnahmen, die laufen natürlich unermüdlich weiter. Und Marion, die internationale Hilfe auf der anderen Seite ist ja auch sehr groß. Aber kommt sie tatsächlich auch an? Denn es gibt ja bereits Kritik, zumindest am türkischen Staatspräsidenten Erdogan und seiner Regierung, dass sie die Zeit verschlafen hätte. Genau, die Hilfe kommt an. Es sind mehrere tausend Rettungskräfte mittlerweile aus dem Ausland vor Ort. Und die Kritik richtet sich auch überhaupt nicht gegen die Menschen, die vor Ort arbeiten und die vor Ort retten. Die Kritik richtet sich nach wie vor und immer noch und wird auch immer stärker gegen die Regierung in Ankara. Also wir haben das in den letzten Tagen gesehen, wie die Kritik lauter wurde. Sie schien bisher ein bisschen unterdrückt worden zu sein, auch von den Medien, auch in den sozialen Medien. Nach seinem ersten Besuch in Kahramanmaraş im Erdbebengebiet, als Erdogan dort auftrat, wurde auf einmal Twitter gesperrt. Es war also nicht gesperrt, aber es war gedrosselt. Die Leute vor Ort konnten nicht mehr rein, konnten nichts mehr darüber teilen, auch keine Standortangaben machen etc. Und später kam eben raus, dass es Videos gab, in denen Menschen in dieser eigentlich AKP-Hochburg, also wo viele Menschen Erdogan gewählt haben, dass sie ihn angeschrien haben, verschwinde von ihr, hau ab, was willst du hier? Sie sind sehr, sehr wütend immer noch und sagen, warum wurden nicht schon längst hunderttausende Soldaten in der ersten Minute geschickt? Warum wurden stattdessen mobile Gebetshäuser geschickt? Warum wurden Kopftücher geschickt in der ersten Minute, aber nicht die ganzen Soldaten, die wirklich helfen können? Wo sind die Bergleute gewesen, die helfen können? Warum ist jahrelang der Baupfusch einfach auch mit weiter betrieben worden, auch von Ankara unterstützt worden, weshalb jetzt eben auch viele Gebäude eingestürzt sein sollen? Das sind große Kritikpunkte, die jetzt langsam immer stärker herauskommen und immer lauter werden.
Was für Informationen, Marion, hast du denn aus Nordsyrien? Es heißt ja, der ein oder andere Hilfskonvoi sei inzwischen in der dort sehr schwierig zu erreichenden Region angekommen. Genau, das heißt so, und die, das kann ich auch bestätigen mit Informationen von vor Ort. Ein großes Problem ist da eben, dass viele auch internationale Hilfe sich erstmal an Damaskus richtet, also ans Assad-Regime. Und die betroffenen Gebiete stehen zum Teil gar nicht unter seiner Kontrolle, sondern sind ganz woanders. Das ist ein großes Problem vor Ort, dass eben die Hilfe dort noch gar nicht richtig ankommt. Und die Diskussion um Russland ist wieder groß geworden in Nordsyrien, was ich höre. Russland hat ja dafür gesorgt, dass manche Grenzübergänge nicht geöffnet sind, dass sie geschlossen sind, auch für internationale Hilfe. Und das, das wirkt sich jetzt eben ganz fatal aus für die vielen, vielen Menschen, die dort noch sind und die verzweifelt immer noch auf Hilfe warten. Marion, danke für deine Einordnungen nach Istanbul. Und wir haben es ja eben von unserer Korrespondentin gehört. Zwar kommen immer mehr Hilfslieferungen in den Erdbebenregionen an, doch der Ärger der Einwohner über das schleppende Vorankommen der Hilfsmaßnahmen, es wächst und es ist bereits sehr groß. Sie machen vor allem die Regierung in Ankara und damit auch Staatspräsident Erdogan verantwortlich. Carolina Drüten und Festin Bekiri, Sie berichten aus der stark betroffenen Provinz Karamanmaraş. Wir sind in Karamanmaraş, nahe dem Epizentrum der verheerenden Erdbeben im Süden der Türkei. Faruk Gümüş sucht in den Trümmern nach der Familie seines Bruders. 36 Stunden Autofahrt aus der Schweiz hat er dafür auf sich genommen. In diesem Haus ist nur meine Schwägerin lebend rausgekommen, die einzige Schwägerin. Und sie ist gerade bei seiner Mutter. Seine Nichte und sein Bruder sind in den Trümmern gestorben. Von der Regierung hätte er sich mehr Unterstützung erhofft. Diese Baggerfamilie tun das selber organisieren, mit Geld und so. Mittlerweile sind viele Helferinnen und Helfer aus dem Ausland angereist, um bei den Evakuierungsarbeiten zu unterstützen. So auch AdFire, eine deutsche Organisation, die auf Naturkatastrophen spezialisiert ist. Unter ihnen ist Johannes Gust aus Osnabrück. Ja, die Anzahl der Toten wird steigen. Das liegt in der Natur der Dinge, dass noch nicht alle gefunden sind, noch nicht alles bestätigt ist. Man darf davon ausgehen, dass sich das Ganze noch deutlich erhöhen wird. In diesem Hochhaus haben einst 160 Menschen gelebt. Zahlreiche werden noch vermisst. Die Angehörigen bangen um ihre Liebsten. Es ist jetzt ein ungarisches Hilfsteam vor Ort mit Suchhunden. Deshalb wurden die Menschen, die hier herumstehen, gebeten, leise zu sein, um zu hören, wenn der Hund anschlägt. Hatice und ihre Familie wohnten im 12. Stock. Zwei ihrer Kinder hat sie bei dem Unglück verloren. Wir sind aus den Trümmern herausgekommen. Mein Mann, mein Sohn und ich haben überlebt. Mein anderer Sohn und meine Tochter, 9 und 10 Jahre alt, konnten nicht mehr gerettet werden. Die Zahl der Toten steigt von Stunde zu Stunde. Der kleine Barbaros aber, 4 Monate alt, hatte Glück. Sein Leben liegt noch vor ihm. Vom Flughafen Frankfurt am Main ist nun die erste Maschine der Lufthansa mit Hilfsgütern Richtung Türkei gestartet. Dutzende Lkw-Ladungen von türkischen Gemeinden mit dringend benötigten Gütern für das Erdbebengebiet sind an Bord. Darunter Babynahrung, Konserven und warme Kleidung. Weitere Hilfslieferungen für die Türkei gab es erneut auch vom THW. Beim Abflug vom Militärflughafen Wunsdorf bei Hannover waren auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius mit dabei. Und soeben hat uns zumindest eine kleine gute Nachricht erreicht aus dem Erdbebengebiet in der Türkei. Denn nach über 100 Stunden konnte nun ein weiterer Verschütteter aus den Trümmern gerettet werden. Man muss es aber trotzdem sagen, mittlerweile über 21.000 Tote in der Türkei und in Syrien. Und die Behörden rechnen mit mehr als 60.000 Toten. Also dort gehen die Arbeiten weiter. Aber nach 100 Stunden konnte jemand gerettet werden. Und das macht Hoffnung für die kommenden Stunden. Und aus Gaziantep ist mir mein Kollege Daniel Krupp zugeschaltet. Daniel, man sieht es bei dir im Hintergrund, die Arbeiten gehen weiter. Wie viel Hoffnung hat man aber tatsächlich, jetzt noch Überlebende bergen zu können? Oder sind das schon eher Aufräumarbeiten? Und so muss man es auch benennen. Ja, Nele, wir haben unseren Standort ein kleines bisschen verändert, sind jetzt ungefähr eine Stunde von Gaziantep entfernt. Und ich muss wirklich sagen, wo wir uns aktuell befinden, das ist das Epizentrum des Erdbebens gewesen. Und ich kann euch berichten, wir sind hier eben mit unserem lokalen Producer auch reingefahren, der zum ersten Mal auch dann hier vor Ort war. Und seine ersten Worte, er ist Türke, als er das hier gesehen hat,
war gesagt, war, das sieht hier aus wie die Hölle. Und ich kann euch das einfach mal zeigen, wie das hier ausschaut. Also was wir hier sehen, alles Wohnhäuser, die komplett ja wie Kartenhäuser zusammengefallen sind. Und die große Frage ist natürlich, gibt es überhaupt noch die Möglichkeit, nach mehr als 90 Stunden ja Überlebende unter diesen Trümmern zu finden? Also wir hatten heute die Situation, das war vor ungefähr einer halben Stunde, da haben wir auch mitbekommen, da hat man eine Leiche gefunden, die ist dann hier abtransportiert worden. Aber wir hatten eben auch die Chance, uns mit Ed Fire zu unterhalten. Das sind deutsche Hilfskräfte, die hier im Einsatz sind. Und da hat uns einer der Ehrenamtlichen gesagt, dass die Suchhunde noch mal angeschlagen haben. Und die Suchhunde, die sind genau darauf spezialisiert. Die riechen keine Leichen, sondern die riechen wirklich, wenn es noch Menschen gibt, die Lebenszeichen auch zeigen. Und er hat mir gesagt, und wir können uns das auch mal anschauen, wir gehen mal ein kleines bisschen hier auch ja weiter runter. Er hat gesagt, die Hunde, die sind jetzt wieder im Einsatz. Wir mussten uns dann ein kleines bisschen auch entfernen, um das Ganze dann auch nicht zu stören. Aber ja, es gibt immer noch Hoffnung. Und dass es Hoffnung gibt und dass das Ganze manchmal auch erfolgreich sein kann, wir versuchen mal hier so ein kleines bisschen durchzukommen. Sorry, guys. Das haben wir am gestrigen Abend hier auch in dieser Region noch einmal mitbekommen. Nach über 90 Stunden hat man da eine Person lebend gefunden. Ein Teenager, 17 Jahre alt. Und er hat dann auch im türkischen Fernsehen kurze Zeit danach berichtet, dass er die ganze Zeit am Beten war, dass er bis zur letzten Sekunde gehofft hatte, dass er ja auch noch lebend gefunden wird. Und er hat sich am Schluss, weil er komplett dehydriert war, er hat dann seinen eigenen Urin getrunken. Also wir können uns das hier vorne auch nochmal anschauen. Also auch hier, da ist man noch immer am Suchen. Man hat noch nicht komplett aufgegeben. Aber ja, die Realität wird sein, diese Sucharbeiten, die werden jetzt vielleicht noch heute andauern, die werden vielleicht auch noch morgen andauern. Aber irgendwann sprechen wir dann nicht mehr über eine Suchaktion, sondern dann geht es eigentlich nur noch um die Aufräumarbeiten. Aber die Hoffnung, die ist auf jeden Fall immer noch da. Daniel, danke dir.